All das Wort nun dem Kollegen Bartholomäus Kalb für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Dieser Bundeshaushalt macht Freude. Es ist der erste Bundeshaushalt in Reihe, den wir Es ist ein Bundeshaushalt, wo wir wiederum einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Seit 45 Jahren hat es derartiges nicht gegeben. Ich glaube, wir können darauf stolz sein. Es ist eine historische Leistung. Diese Leistung ist aber auch nur deswegen möglich, weil wir viele fleißige, tüchtige, kreative Menschen in diesem Land haben, die unser Volkseinkommen, unser Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften und die sich jeden Tag anstrengen. Er ist aber auch ein Ergebnis der richtigen Rahmensetzung durch die Politik. Und wir haben auch wichtige Weichenstellungen treffen müssen in der Vergangenheit. Wenn ich daran erinnere, wie die Situation 2007, 2008 war. Wir haben die richtigen Maßnahmen ergriffen in der Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Bankenkrise, Euroverschuldungskrise und all diese Dinge. Vielleicht sollten wir heute auch darauf hinweisen, dass sich diese Maßnahmen, über die wir seinerzeit ernsthaft gerungen haben und wo es auch viel Diskussion darüber gab, ob die richtig sind, dass die sich letztlich als richtig und stabilisierend herausgestellt haben. Vielleicht darf ich ja nur erwähnen, dass die Garantien für die Bankenrettung samt und sonders ohne einen Cent Verlust wieder zurückgegeben werden konnten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ähnlich war es mit den Maßnahmen, die zur Stabilisierung des Euros beigetragen haben. Auch die haben sich als richtig erwiesen, auch wenn wir hier sehr streitig darüber diskutiert und gerungen haben, ob sie richtig sind oder nicht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wohlergehen der Menschen bei uns hängt auch vom Wohlergehen Europas ab, von der Stabilität des Euros, von der Einheit und der Zukunftsfähigkeit Europas. Und das wird vermutlich in Zukunft sogar noch stärker sein, weil sich auch international die Dinge ja sehr rasant verändern und die Bedrohungen eher zunehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und diese Vorgänge führen natürlich zu einer Unsicherheit oder wachsenden Verunsicherung in der Bevölkerung, auch bei uns. Objektiv gesehen geht es uns so gut wie selten zuvor. Die Wirtschaft wächst. Wir haben den höchsten Stand an Erwerbstätigen, an versicherungspflichtigen Beschäftigten. Wir haben eine gute Lage der Sozialversicherungssysteme. Insbesondere wenn ich auf die Jugendarbeitslosigkeit blicke, dann würden sich viele Länder Europas die Situation bei uns wünschen. Die jungen Menschen haben derzeit Chancen wie kaum in einer Zeit vorher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotzdem gibt es auch in diesen guten Zeiten Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen. Und auch dafür treffen wir in diesem Bundeshaushalt Vorsorge. Und wenn weit mehr als 50% des Bundeshaushaltes für Soziales verwendet wird, dann darf man darauf hinweisen. Und dann zeigt das, dass wir auch für diejenigen da sind, die es nicht so leicht haben im Leben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir unterstützen, auch das ist ja bereits mehrfach angesprochen worden, wir unterstützen die Länder und die Gemeinden, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können und vor allen Dingen auch bei der Bewältigung der Probleme, die sich aus der Flüchtlingswelle ergeben. Und die Neuregelung des Länderfinanzausgleiches, der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern, ist ja nicht zum Nachteil der Länder ausgefallen. Auch das darf man einmal sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir geben die richtigen Antworten auf die Herausforderungen in den kommenden Zeiten. Wir stärken die Investitionen. Wie oft hätte ich mir in der Vergangenheit gewünscht, eine Investitionsquote von 11% gemessen am Bundeshaushalt feststellen zu können. Das geht in die Substanzerhalt, das geht in die Erneuerung und Ergänzung der Verkehrsinfrastruktur, das geht auch, Herr Kollege Rehberg, in die Stärkung der ländlichen Räume und in den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Dies alles gehört zusammen. Meine Damen und Herren, ein ganz großes, wichtiges Anliegen ist uns die Frage der Sicherheit. Das ist ein berechtigtes
Anliegen der Bevölkerung. Darauf geben wir Antworten mit großen Anstrengungen für Bundespolizei, unsere Sicherheitsorgane ganz allgemein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir geben auch die Antworten, auch das ist angesprochen worden, zur Bekämpfung, die sich ergeben aus der Frage Bekämpfung von Fluchtursachen, von Bekämpfung von Risiken, die sich daraus ergeben. Entwicklungszusammenarbeit ist ein Stichwort. Meine Damen und Herren, und natürlich müssen wir auch für die äußere Sicherheit sorgen, deswegen auch unsere verstärkten Anstrengungen im Verteidigungsbereich. Und auch wenn man das kritisieren mag, die allermeisten Menschen im Lande wissen, dass auch die Belange der äußeren Sicherheit für uns zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Steuerschätzung vom November hat gezeigt, dass die Einnahmen zwar steigen, aber dass die Bäume auch hier nicht in den Himmel wachsen. Deswegen müssen wir auch jetzt in guten Zeiten Vorsorge treffen, damit wir uns dann nicht wieder überfordert fühlen müssen. Und meine Damen und Herren, natürlich müssen wir auch auf die Frage eine Antwort geben, wie sich die Steuern insgesamt entwickeln, auf die erhöhte Steuerquote. Wir wissen, wenn die Steuerquote mal über 23% hinaus steigt, dann ist das meistens auch eher konjunkturdämpfend bis konjunkturschädlich. Deswegen werden wir auch in der nächsten Legislaturperiode dann eine Steuerreform angehen müssen mit der Überprüfung der kalten Progression, wie wir es uns vorgenommen haben, mit insbesondere Abbau des sogenannten Mittelstandsbauches. Und das hat nichts mit dem klassischen Mittelstand zu tun, sondern es hat insbesondere mit den Einkommen kleinerer und mittlerer Einkommensbezieher zu tun. Und natürlich auch die Frage, wann greift der Spitzensteuersatz? Ich glaube, niemand im Lande fühlt sich mit gut 53.000 Euro Einkommen bereits zu den Besserverdienenden oder zu den Spitzenverdienern. Auch darauf müssen wir Antwort geben. Und dann später auch die Frage, wie wir mit dem Solidaritätszuschlag umgehen. Auch darauf haben sich Bund und Länder ja bereits verständigt, dass wir dieses alles angehen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, auch hier gilt, dass wir immer abwägen müssen, wie viel Einnahmen braucht der Staat, wie viel Einnahmen braucht die öffentliche Hand, um die Aufgaben erfüllen zu können, die sie erfüllen muss. Und auf der anderen Seite, wie viel muss man dem Bürger auch belassen. In Abwandlung eines Bibelwortes würde ich sagen, gebt dem Staat, was des Staates ist, und lasst dem Bürger, was des Bürgers ist. Lassen Sie uns also mit Leidenschaft und Hingabe und Begeisterung für die Menschen und deren Zukunft in unserem Lande arbeitend, auch ein Gedenk dessen, was Helmut Schmidt einmal gesagt hat, ich darf ihn zitieren, keine Begeisterung sollte größer sein als die nüchterne Leidenschaft zur praktischen Vernunft. Herzlichen Dank. Der Kollege Lothar Binding hat nun das Wort für die SPD-Fraktion.